Und diese Welt soll erkennen, dass ein lebendiger Gott sie geschaffen hat und gegenwärtig ist. Und wir bekennen und glauben, dass wir durch dich gemacht sind und für dich, hinein in dich. Aber du bist der Führer, du bist der Leiter. Wir bitten um deinen Geist, dass er hier wirksam ist, dass du selber gegenwärtig bist, uns die Redegnade gibst, die Hörgnade, die Erleuchtung, die Offenbarung, die Enthüllung, alles, was es braucht, um in deiner Gesamtgerechtigkeit erfunden zu werden, um da in deiner Kraft selbst hineinzufinden. Wir bitten um deine Gnadengaben in jeder Fülle und verbieten jeder Macht der Finsternis, irgendetwas zu stehlen. Und alles, was gestohlen wurde, jeder Raub wird zur Beute, unserer Beute. So geschieht es in Jesu Namen. Es wird Licht und es wird Heil, es wird Klarheit. Es bricht durch in Jesu Namen. Amen. Amen. Hallo miteinander. Hallo. Endlich seid ihr hier. Da vorne ist ein bisschen laut, da schreie ich mir ins Ohr. Ja, ich schaue mir mal kurz in die Runde, das ist ja schön, euch hier zu begrüßen. Ich begrüße auch alle ganz herzlich an den Bildschirmen in allen Ländern. Sie sind hier von Australien bis Magadan, überall, wie es schon gesagt wurde. Zu Hause an ihren Leinwänden, in Sälen und überall, hallo. Und wir sagen allem voran, wir lieben euch. Und das ist jetzt mal ein Wort, aber die Tat folgt jetzt gleich. Ich hoffe, ich liebe euch nicht zu sehr. Ich denke jetzt an Christian, du hast so ein bisschen beschämt gesagt, ich mache nicht lang, Ivo. Das Problem bin nicht ich. Das Problem ist das Volk, verstehst du? Also wenn ich euch zu sehr liebe, kann es heute lange werden. Ne? Weil meine Liebe drücke ich heute in einer Predigt aus. Man nennt es eine Predigt. Es ist eine Predigt, aber ich korrigiere es ein bisschen nach oben. Es ist eine kleine Bibelschule. Das ist immer so, wenn du hierher kommst, das musst du grundsätzlich wissen. Das musst du grundsätzlich deinen Freunden sagen, wenn du sie einlädst, wenn du hierher kommst, kommst du in eine Eintages-Bibelschule. Und mein Gebet ist immer wieder, dass du hier mehr lernst an einem Tag, als was ich in 4 Jahren gelernt habe auf meiner Bibelschule. Und das hat jetzt nichts mit Hochmut zu tun, sondern einfach schlicht mit Möglichkeit. Ja? Du kannst Jahre, du kannst ein ganzes Leben lernen, sagt die Bibel, und doch nichts dazu gewinnen. Immer da lernen und doch nicht zur Erkenntnis kommen, der Wirklichkeit, wie sie ist. Also wir bemühen uns hier, Wirklichkeiten zu beleuchten. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist eine große Aufgabe. Wenn ich ein Bild suchen muss, wie ich mich fühle, im Vorfeld, mittendrin und manchmal auch noch hinterher, was ich hier tun muss, dann versuche ich, einen Berg in ein Taschentuch zu wickeln. So habe ich mich schon mal vor etwa 20 Jahren ausgedrückt, als ich eine große Sache mitteilen sollte. 10.000 Prediger habe ich damals geschrieben. Ich wusste nicht, wie das anpacken. Es war zu groß. Wir reden hier von Wirklichkeiten. Wir reden von einem Paradigmenwechsel, auf den wir zuschreiten. Das meint, die ganze Denkweise der Welt ändert sich gerade. Das hat jetzt nichts mit Ivo Sasekotze-G und so zu tun, auch nicht mit Kla.TV oder was. Es ist einfach etwas im Gange. Aber das ist so krass, das ist so groß, dass Gedankengut, 2000 Jahre Gedankengut, 4000 von mir aus 6000-jähriges Gedankengut, einfach vervollständigt werden muss. Ich sage jetzt nicht über den Haufen geworfen werden muss. Aber die das nicht verstehen, für die wird das gleichsam über den Haufen geworfen. Und mein Gebet, dass für dich heute eine Vervollständigung gibt, eine Zielführung all dessen, was über die Jahrtausende sich entwickelt hat, denn die Menschheit ist wie ein Baby. Die Bibel verwendet solche Worte. Und wenn ich lehre, dann lehre ich aus der Bibel. Das ist mein Stammbuch. Alles, was ich bin, denke, fühle und habe, kommt aus diesem Buch hervor. Ja. Und da schäme ich mich nicht dafür. Das ist etwas, das mich jetzt 40 Jahre begleitet. Und ich möchte dich heute mit hineinführen in diese Geheimnisse, die ich hier entdeckt habe, in diese Kräfte, die mich berührt, ergriffen haben, in die Geschichte, in die wir hineingenommen worden sind. Und darin sind Hunderte von Menschen. Keiner von uns wollte das. Keiner hat das gesucht. Keiner war in Stimmung, Gott zu begegnen oder irgend sowas. Wir hatten alle unser eigenes im Sinn, wie es jeder Mensch auch hat. Ich sage jetzt nicht von Geburt, sonst rivalisiere ich die Worte von Christian. Aber das Urprogramm stimmt, das ist vollkommen, aber wir sind auf Abwege geraten und seit wir das sind,
ist schlicht jeder Mensch seinem eigenen hinterher. Also wir alle haben das nicht gesucht, aber es hat uns gefunden. Und das ist ein Riesenunterschied. Versteht ihr das? Das hat mit Kraft zu tun, das hat mit Ereignissen zu tun, die sich an uns ereignen. Und ich will diesen heutigen Tag in drei großen Etappen versuchen, dich da reinzuführen in einen Paradigmenwechsel, in einen Weg, auf dem ich dir erkläre im ersten Teil, warum ich Jesus, warum das mein Favorit ist. Ich werde im zweiten Teil über Jesus, über Qualitäten von ihm sprechen, über Jesus, den Quantensprung. Ich werde im dritten Teil über Jesus, den Sohn Gottes, sprechen. Aber wie es Christian schon gut zugerüstet hat, mach mal deine Schubladen zu. Reset, heute kommt was Neues. Seid ihr bereit? Wirklich was Neues. Vergiss die Kirche, vergiss die Kirchengeschichte, vergiss alles, was du je in Büchern oder was gelesen hast. Ich versuche euch heute in diese Wirklichkeit, in diese, ich sage jetzt mal, Jesus-Wirklichkeit zu führen, wie du sie in keinem christlichen Buch in aller Regel so liest, wie es aber für alle passt. Ich kämpfe darum, dass wir einander aufhören zu bekriegen, aufhören mit Titel und allem Möglichen einander totzuschlagen, aufhören. Jesus ist ein Überwinder aller Religionen. Wisst ihr das? Und damit meine ich nicht, dass er alles totschlägt, wie wir Christen das jetzt 2000 Jahre gemacht haben. Und alles vernichtet. Jesus ist gekommen, um zu erfüllen, zu vervollständigen. Jesus ist gekommen, um die Ansätze zu respektieren, die da sind, in allen anderen Kulturen, wo er nicht gleichzeitig gewesen ist. Ja? Und das ist ein Riesenunterschied. Es gibt eine Einheit in Gott, es gibt eine Vollkommenheit, die betrifft alle, ganz gleich, woher sie kommen. Da kannst du auch keine Grenze vor Politik oder Wissenschaft machen oder Bildung, nenne was du willst. Es gibt eine Sache für alle und das ist wichtig, dass wir da hineinfinden. Aber wie gesagt, das ist so schwierig, wie wenn ich ein ganzes Meer in einen Fingerhut reinpacken möchte, das geht nicht. Und darum streifen wir das heute, wir gehen da durch, es ist eine Bibelschule, eine systematische Entwicklung und du gehst einfach mit, wie es gesagt wurde, und dann geht der Tag sehr schnell vorüber und du hast ziemlich viel gehört. Früher in der Bibelschule, als ich noch in der Bibelschule war, haben wir jeden Tag Stunden, kam ein Lehrer nach dem anderen. Der einzige Unterschied ist, hier hast du nur zwei, drei Lehrer. Aber es geht den ganzen Tag, das sage ich dir jetzt schon, und es wird dir nicht langweilig, wenn du mitgehst. Häng einfach nicht ab, es ist zu wichtig, es betrifft nämlich dein Leben. Und wenn du hier rausgehst und nur ansatzweise begriffen hast oder Erleuchtung darüber bekommst, was ich hier rede den ganzen Tag, ist dein Leben nicht mehr dasselbe, das versichere ich dir. Es ist ein Paradigmenwechsel, du wirst nicht als derselbe da rausgehen, du wirst nie wieder derselbe sein, das verspreche ich dir. Bist du bereit? Okay, jetzt mache ich mal so ganz grundlegend. Ich rede viel in Bildern heute, das ist mir wichtig. Christian hat es schon so gemacht, wir versuchen in Gleichnissen manchmal Dinge so ein bisschen artgleich darzustellen, auf einer etwas verständlicheren Ebene vielleicht, wo man es besser nachvollziehen kann, weil das Ganze, das wir bewegen, hat ja mit Geist und mit Wirklichkeit zu tun. Aber Jesus ist, wie gesagt, darauf aus, hat damals zur Samariterin gesagt, dass der Streit war, beten wir jetzt in Jerusalem an oder auf dem Berg Gerizim. Das waren diese Äußerlichkeiten, hat Jesus ganz klar prophezeit, weder da noch dort wird man letztendlich anbeten, also nicht in Jerusalem, das war damals seine Todsünde, sowas zu sagen, aber auch nicht in Gerizim. Und da geht der Zug lang, er sagt, wir werden den Vater im Geist, in der Wahrheit, in der Wirklichkeit anbeten. Das hat nichts mit Äußerem zu tun, das hat mit Finden einer gemeinsamen Wirklichkeit zu tun, dass der Samariter nicht mehr nötig hat nach Gerizim. Und ich sage mir jetzt, der Jude nicht mehr Jerusalem, der Christ nicht mehr Jesus. Jetzt wird es ganz hart, gell? Jetzt kippen schon die ersten Christen vom Stuhl. Was hat er jetzt gesagt? Aber ich sage, es gibt einen Paradigmenwechsel. Du wirst nichts verlieren, du wirst nur gewinnen. Wenn du was verlierst, ist es etwas Falsches oder etwas Unvollständiges. Ich muss es so sagen. Vieles ist nicht falsch, sondern einfach kindlich. Ist in Entwicklung, ist noch nicht verstanden, wohin das Ganze geht. Gut, wir beginnen jetzt ganz bei Null sozusagen und vergleichen unseren Weg. Und wenn ich sage unser Weg, dann meine ich jetzt alle Religionen, dann meine ich alle Menschen schlechthin mit allen Ideologien, allen Weltanschauungsbildern, was jeder so im Kopf hat. Einfach alle Menschen. Wir alle Menschen sind unterwegs hier unten, das wissen wir, wir kommen und wir gehen. Aber dazwischen, um ein Bild zu verwenden, ist das ganze Leben oder auch die ganze Menschengeschichte in sich wie eine große Bergtour. Eine Bergtour, die immer steiler und steiler hochgeht. Ich habe da ein paar Bilder genommen, um die ein bisschen
Respekt zu verschaffen. So ist nämlich das Leben. Ziemlich viele sind da schon runtergefallen, oder? Wie beim Bergsteigen. Wir kennen die Welt, sie sieht nicht sehr verheißungsvoll aus für uns. Warum? Weil die Leute reihenweise da runterfallen, siehst du. Aber insgesamt geht es nicht nur einfach hier zu überleben als Mensch, zu essen, zu trinken und zu sterben und ein bisschen Freude zu haben. Es geht ja um unsere ganze Bestimmung, um unsere existenzielle Bestimmung. Ja? Also unser Leben gleicht einem Bergaufstieg. Start und Ziel sind für alle gleich. Du bist nicht in die Wiege gekommen, von Gottes Seite her mit der Idee, mit einer bestimmten Religion bepflastert zu werden oder irgend sowas. Verstehst du? Du bist Mensch und du als Mensch hast du eine Bestimmung, ein Urprogramm von A bis Z und diesen Weg kannst du gehen. Wir sind alle gleich, aber wie du auf diese Spitze kommst von dieser Bergtour, das ist zum einen abhängig von Gesetzmäßigkeiten. Hier gibt es nämlich so ziemlich steile Wand und solche Dinge, überhängende Wände, da gibt es Gesetzmäßigkeiten. Aber zum anderen ist es deine ganz persönliche Sache, wie du da durchkommst. Das überlässt Gott uns. Du merkst, Gott ist gar nicht zimperlich. Wenn du die Welt schaust, er schaut, ich sage das ein bisschen ketzerisch, er schaut zu, wie hier Millionen runterfallen, mit der Idee aber dahinter, sie wieder kommen zu lassen, bis sie es können. Aber ich kann nicht auf alle Themen gleichzeitig eingehen, aber Gott hat viel Zeit, Gott hat viel Ideen, viel Geduld. Aber wichtig ist, er überlässt uns in vielerlei Hinsicht, wie wir da hochklettern. Das eine ist das Naturgesetz und das Naturgesetz vergleiche ich gern mit Gott dem Vater. Es ist wie eine Naturgesetzmäßigkeit. Gott schert sich um vieles nicht, wie wir manchmal ihm unterstellen. Da hat er andere Instanzen. Ja? Also, es ist dir von Natur überlassen, ob du zum Beispiel ein Seil mit Holz, mit Eisen oder mit Stahlnägeln sicherst. Siehst du, da steht kein Gott im Weg und sagt, du, wenn du jetzt die Wand hochgehst, hast du ein zu schlechtes Material. Wenn du willst, kannst du sogar ein Grasbüschel nehmen und dich versuchen, daran festzuhalten, wenn du einen siehst in der Wand drin. Versteht ihr das? So ist das Leben, so ist das Leben. Du hast es mit Gesetzmäßigkeiten zu tun und die musst du verstehen. Du musst begreifen, wenn du es an der Wand drin hängst, da siehst du ein Büschel, da haust du besser mal bei der Spalte nebenan diesen Stahlkeil rein und siehst zu, dass er gut hält. Aber du darfst auch den Grasbüschel halten, das ist dir ganz frei überlassen. Gott wird dir nicht in die Quere stehen. Nimmst du den Grasbüschel, machst du eine schwere Erfahrung. Ja? Die einzige Frage, die bleibt: Wirst du es so nach oben schaffen, wie du es dir vorgenommen hast oder wie du frei darüber verfügst? Du darfst auch zum Beispiel ganz frei ein kurzes oder ein langes Seil mitnehmen, allein oder mit Begleitung da hochsteigen. All diese Dinge, ich rede jetzt nur in Metaphern, in Bildern, um zu zeigen, so funktioniert das Leben. Und wir Menschen entscheiden uns, mit welcher Ausrüstung wir in Richtung, wie man so schön sagt, in Richtung Himmel klettern. Ja? Du darfst mit oder ohne Proviant da hochklettern. Du darfst wählen, in welcher Kleidung du gehst. Du kannst mit kurzen, langen Hosen da hoch. Das bleibt dir alles überlassen. Das kannst du selber frei wählen. Du kannst einen Bergsteigeranzug haben. Du kannst mit oder ohne Kopfbedeckung gehen. Ist dir absolut frei überlassen. Aber eines bleibt für uns alle gleich. Die Anforderungen, die an uns gestellt werden, die sollten wir erfüllen. Ja? Wenn ich jetzt mal die Bergsteigerausrüstung mit den Religionen vergleiche, um in diesem Bild zu bleiben, dann ist Jesus für mich, ich sag mal, der Bergführer, der ganz vorne ist. Ist nur ein hinkendes Bild. Aber ich möchte dir sagen, worauf es hinausgeht. Du brauchst einen Bergführer, du brauchst jemanden, der kundig ist, der diesen steilen Pfad schon mal gegangen ist. Klettere nie einfach so von 0 auf 100 irgendeine steile Wand hoch, da begibst du dich in Lebensgefahr. Ich könnte Jesus aber auch als meinen Proviant vergleichen, den ich auf einer Reise durch die Wüste, du kannst ganz andere Bilder verwenden, ich kann ihn als Versorger definieren. Ich würde mal Proviant jetzt sagen, Bergführer und Proviant ist für mich so der Inbegriff, wer Jesus für mich ist. Der Heilige Geist, wir reden ja immer als Christen von diesem dreieinigen Gott, wenn ich an den Heiligen Geist denke, dann ist er für mich die ganze Bergsteigerausrüstung. Dann habe ich hier einen Stahlhaken, Stahlpickel oder das Seil oder was dann alles dazugehört, während der Vater, um es in diesem Bild zu vergleichen, eben das Naturgesetz
für mich bedeutet. Ich habe mich entschieden, mit dieser Führung, mit dieser Ausrüstung, in diesem Bild gesprochen, in diese Spitze hochzugehen, mein Leben zu bewältigen. Und warum ich heute hier stehe, nach 40 Jahren, ich bin jetzt 40 Jahre auf dieser Bergtour bildlich gesprochen, warum ich hier stehe und von Jesus rede, hat den schlichten einen Grund. Es ist, weil ich 40 Jahre in dieser Wand drin steige und es hat immer alles funktioniert. Alles, was ich jemals von ihm bekommen habe, hat verhalten bis heute. Und ich habe viele, viele Menschen gesehen, bei denen es nicht verhalten hat. In 40 Jahren begegnest du ziemlich vielen Leuten. Schau nur mal all die hier drin. Ich bin Zehntausenden von Leuten begegnet und sehr, sehr viele von ihnen sind abgestürzt, haben sich für andere Wege entschieden, für eine andere Ausrüstung, für andere Führer und sind abgestürzt. Für mich hat es in allen Tiefen, in allen Schwerelagen, in allen Katastrophen drin bis heute gehalten, nahtlos verhalten. Mochte es noch so schwer sein, das Leben. Aber ich sage es wieder, jeder mag seinem Haken den Namen geben, seinem Pickel oder seiner Ausrüstung, wie er will. Die Frage ist einfach, wird er halten? Wird der Haken halten? Wird die Ausrüstung taugen? Wird dein Führer, den du dir gewählt hast, frei? Wird das reichen bis zum Ziel? Und ich möchte heute ganz offen sein zu dir. Ich bin noch nicht am Ziel. Gell? Vielleicht warst du schon mal an einer klassischen Evangelisation, erwarte sowas heute nicht. Ich werde nicht auf die Tränendrüse drücken, damit du dich bekehrst und Christ wirst und dann die Katastrophe beginnt. Ja? Werde ich nicht tun. Ich sage ganz offen, ja bitte, vielleicht liege ja auch ich falsch aufs Ende hingesehen. Ich mache jetzt einfach mal ganz weit auf, dass du siehst, ich denke nicht alles, die Weisheit letzten Schluss gefressen zu haben mit einem Löffel oder sowas. Vielleicht liege auch ich falsch und ich sage mal, mein hinduistischer Bruder zieht plötzlich im entscheidenden Moment das 100 Meter Seil hervor, an dem es mir mangelt. Also ich rede einfach weiter, vielleicht bricht ja auch mein Haken und der Haken meines muslimischen Bruders verhält. Hier hast du jetzt natürlich schon ein großes Fragezeichen, stimmt's? Ich möchte nur mal deine Schubladen testen, ob sie schon gut zu sind. Wie kannst du, Christ, vom Moslem, von deinem Bruder sprechen? Ja, ich spreche ganz freimütig vom Moslem als meinem Bruder. Es gibt wunderbare Brüder hier. Es gibt wunderbare hinduistische Brüder. Es gibt wunderbare Brüder aus allen Hintergründen, um es kurz zu machen. Ja. Aber ich werde dich im Laufe dieser heutigen Tageskurzbibelschule, werde ich dir die Logik darin zeigen, um was es geht und um was es nicht geht. Ja. Vielleicht ist es aber auch umgekehrt. Eben, jeder muss das für sich selber verantworten. Für mich gilt einfach, alles, was ich in der Heiligen Schrift gelesen habe in den letzten 40 Jahren, hat eins zu eins verhalten, es hat funktioniert. Ich habe am Anfang gar nichts verstanden von diesem Buch, aber auch nicht eines. Und im Laufe der Jahrzehnte habe ich eines nach dem anderen verstehen gelernt. Und das ist der Grund, warum ich bei der Bibel bleibe. Ich streite mit keinem Menschen, wenn er ein anderes Religionsbuch liest. Ich zähle die jetzt nicht immer auf, es betrifft immer alle. Es interessiert mich gar nicht, weil es Höheres gibt, weil es darum geht, dass die allermeisten Irrtümer von Bibellesern ausgehen. Das darf ich einfach mal vorweg ungeschützt sagen, dass wir Christen uns nicht immer wieder so brüsten, als hätten wir die Wahrheit gepachtet für uns. Meine Erfahrung, die Erfahrung meines Lebens zeigt mir die größten, schlimmsten, die mörderischsten Irrtümer gehen von Menschen aus, die an die Bibel glauben. Aber ich werfe deshalb nicht die Bibel weg, ich verlästere deshalb nicht den christlichen Gott, nicht den Gott der Bibel, sondern ich bleibe dran und sehe, was machen wir hier verkehrt. Und ich sehe, ich übersetze mittlerweile seit Jahren das Neue Testament aus dem Griechischen neu. Alles, was da drin steht, hat bis zum heutigen Tag verhalten. Nicht eines musste ich, bereuen. Ich habe Tests gemacht auf Tausend und zurück und ich musste nicht in einem Punkt sagen, das hat nicht gestimmt. Da gehe ich nicht in die Details, das kannst du dann in meinem Buch dahinter mitnehmen, wenn du es noch nicht kennst. Herr der Wandlung gibt so eine kleine Ahnung davon, wovon ich spreche. Aber du kannst auch all unsere Werke studieren und sehen, das ist alles geworden. Genauso hat es der Herr in der Bibel gesagt. Ja.
Aber auf unserem Weg wird Kälte kommen, auf unserem Weg nach oben. Es wird Frost kommen, es wird die eisige Zeit beginnen da oben. Und dann wird sich zeigen, ob meine Kleider undicht sind und vielleicht sind diejenigen des Buddhisten dicht. Ich bin noch nicht oben, versteht ihr? Aber warum ich den Mut habe, hier zu stehen, ist, weil es jetzt 40 Jahre gehalten hat. Ich weiß nicht, wie das Ende aussieht. Aber ich möchte so versöhnlich mit, auch mit den Buddhisten sein oder all den anderen genannten Religionen, dass wenn ich irgendwo da in die Zielgerade komme und merke, der andere hat irgendwann mehr oder Wichtigeres oder das, was ich nicht vermutet hätte oder was auch immer. Ich möchte bereit sein, nicht im Zank mit ihm da in der Wand drin zu hängen. Ich möchte bereit sein, bis zur letzten Stunde von jedem Menschen, der hier unterwegs ist, von unten nach oben, von ihm zu lernen. Und nicht zu sagen, nur ich kann dich ans Ziel führen. Versteht ihr das? Ja? Weil bis hierher möchte ich mit nichts tauschen, aber auch niemand verurteilen, der es anders macht. Ja? Meine Nahrung ist bis jetzt perfekt. Mir ist nie die Puste ausgegangen, da in dieser Wand drin, ganz gleich wie schwierig es wurde, aber möglicherweise ist in der letzten Phase der Shinto, der hinter nach vorne kommt, der Shintoist, oder wie die auch alle heißen, und hat dann vielleicht plötzlich die Kraftnahrung, die mir tatsächlich noch fremd war. Wer weiß, aber bis hierher war es nicht so. Bis hierher kann ich sagen, hat immer mein Weg, so wie ich ihn gegangen bin, für mich so verhalten, dass ich sage, ich käme nicht auf die Idee, etwas jetzt zu wechseln oder irgendwas anders zu machen. Ich gehe mit Jesus, Heiligen Geist und dem Vater weiter. Was das alles für Begriffe sind, das erkläre ich dann in weiteren Teilen. Ja. Es gilt, die Abgründe zu überwinden, die Klüfte, die auf uns zukommen. Bis hierher hat es verhalten. Wir hängen da alle mit drin. Siehst du, und es gibt viele Verkäufer, wenn ich es jetzt mal in diesem Bild sage, es gibt so diese Trekking-Geschäfte. Wenn du dir eine Bergsteigerausrüstung kaufst, mag sein, im Geist gesprochen, dass du angeworben wirst, wo dir irgendein Verkäufer was andreht. Der eine verkauft dir wirklich das Seil, das verhält in dieser Wand drin. Der andere gibt dir irgendeinen Bindfaden mit und sagt, neueste Technologie, das ist super und so weiter. Du kannst einkaufen, was du willst. Du kannst glauben, was du willst. Du kannst jeder Religion dich andocken. Du kannst überall mit allen gehen, alles einkaufen, was dir die Leute so servieren. Die Praxis wird es zeigen. Und jetzt sagen wir, jetzt gehen wir so langsam in diese Gefilde als Menschheit. Du bist ja nicht nur einzeln unterwegs, wir als Menschheit sind so langsam in diesen steilen Gefilden drin, wo es sich zeigen wird, welches Seil hält. Und ich sage dir eins, zuletzt hält das, was dem realen, wirklichen entspricht. Oder ich sage es mal etwas frommer, wer mit dem wirklichen Gott unterwegs ist, nenne ihn, wie du willst. Der wirkliche Gott wird zuletzt mit dir ans Ziel kommen. Und jeder falsche Gott und jeder falsche Weg, jede falsche Theologie, alles, was nicht der Wirklichkeit entspricht, diese Seile werden reißen. Und das sage ich nicht, um zu drohen. Das sage ich, weil es so ist. Ja? Du hast eine Ausrüstung, die verhält, oder du hast eine, die nicht verhält. Wir haben in der Schrift, in der Bibel, ganz viele Prophetien, die haben sich so unglaublich erfüllt, dass ich einen Schrecken in den Gliedern habe. Ja? So krasse, jahrtausende alte Stellen, die sich Punkt für Punkt für Punkt bis zum heutigen Tag erfüllen. Ja? Und dieselbe Bibel, von der ich noch nicht eine Stelle finden konnte, die nicht stimmig war, die nicht gepasst hat, dieselbe Bibel sagt, dass über diese Menschheit eine Prüfung kommt, wo der Hinterste und Letzte erleben wird, wenn er falsch eingekauft hat, wenn er mit den falschen Führern unterwegs ist, falsches Material hat, es reißt. Es ist die Rede von einem Haus, das auf Sand gebaut ist. Es gibt verschiedene andere Bilder, aber das Bild von dem Haus, das auf Sand gebaut ist, Gott, der jede Prophetie bestätigt hat, sagt, es kommt ein Sturm. Es kommt ein Sturm. Es sind drei große Wehe angesagt in der Offenbarung. Zwei, denke ich, haben wir hinter uns. Das dritte ist am Werden, am Tun. Ja. Diese Wehen, die über die Welt kommen, sind so krass, so absolut, dass jeder Faden reißt, jeder Strick reißt, jeder Haken bricht, jedes Beil, was du da dabei hast, alles wird in die Brüche gehen, es wird nur das Echte bleiben. Und ich sage jetzt nicht nur das Christliche, pass immer gut auf, wenn du mir zuhörst,
ich rede immer von echt oder unecht, ich rede immer von wirklich oder unwirklich, von real oder nicht real, von Substanz oder nicht Substanz. Es wird alles in die Brüche gehen, was nicht echt ist. Aber viele werden Echtes haben, von denen du dachtest, die kommen keine 100 Meter hoch. Ja? Und andere von denen du denkst, das sind die Kletterer, das sind die Akrobaten, die springen da nur so hoch, die siehst du nicht bei der Hälfte noch nicht mal mehr, oder? Weil sie abstürzen, ja? Weil ihre Ausrüstung auseinandergebrochen ist. Ja. Also vielleicht, sage ich aber hier auch wieder, vielleicht reißt mein Seil und das Seil des Taoisten hält am Schluss. Wenn es dann ganz in die überhängende Phase kommt, wo das dann auf die Sache ankommt. Ja. Du brauchst Licht, du brauchst alles auf dieser Reise und wenn du zu wenig Licht hast, dann wirst du in dieser Bergwand drin dich verirren, du wirst nicht hochkommen. Meine Lampe bisher hat verhalten. Aber wer weiß, vielleicht ist das Licht des Buddhisten am Schluss heller als meins. Vielleicht gehen meine Akkus doch noch aus. Siehst du, das hat mit Glauben zu tun. Ich kann es nicht ändern. Glaube hat mit Vertrauen zu tun. Und ich kann dir es bei jedem einzelnen Punkt sagen, der Grund, warum ich heute hier stehe und mit dir diesen Weg gehen möchte, ist, ich bin seit 40 Jahren mit diesem Licht unterwegs, bildlich gesprochen. Die Akkus sind einfach flott, die halten. Jedes Mal, wenn es in diese steilen Phasen geht, merke ich, mein Licht war da. Ich habe jeden Moment meines Lebens Licht seit 40 Jahren. Und wenn alles rund um mich herum düster ist und alles in Verwirrung gerät und alles drunter und drüber geht, ich merke, mein Licht verhält. Ich merke, meine Schnur ist nie gerissen. Ich merke, alles, was ich dabei hatte heute, bis zum heutigen Tag, kein Haken ist zerbrochen. Ja. Ich hatte meine Krisen, ich hatte meine schweren Anfechtungen, aber das war die Auswirkung von außen. Das waren die Dinge, die an mich herangekommen sind. Ich bin zusammengebrochen, aber unter den Stürmen, aber die Seilschaft hat gehalten, versteht ihr? Das Material hat gehalten, meine Führerschaft hat gehalten. Ich kann dir nicht all die schlimmen Momente erklären, die ich in meinem Leben durchgegangen bin mit all diesen Leuten. Nicht eine Situation gab es, wo mein Licht ausging. Im Gegenteil, je schlimmer es wurde, desto mehr hat sich die Kraft gebildet. Je mehr die Anfechtungen kamen, je mehr die Schwierigkeiten, desto stärker wurde das Ganze in mir. Und darum stehe ich heute hier und mache das, was ich mache. Ja. Auch was die Reinigung betrifft von Sünden, dass die Problemlösungen in unserem Leben, du kannst jedes Mittel nehmen, das du willst. Du kannst mit deinem Innenleben, mit deiner Unruhe, mit deinen Gefangenschaften, Süchten, Lüsten, mit deinen Zweifeln, mit all deinem Innenleben, mit dem ganzen Unrat, den du in dir trägst, du kannst jedes Reinigungsmittel nehmen, das du willst. Das steht dir frei. Gott geht dir nicht quer, wenn du dich für etwas entscheidest. Ich sage dir nur, in der Bibel habe ich ein Reinigungsmittel für innere Probleme, für alles, was die Bibel Sünde nennt und Verfehlung. Und bis zum heutigen Tag merke ich, es heißt das Blut Jesu in der Bibel. Es ist aber eine viel größere Wirklichkeit dahinter, darüber aber dann in den Tiefen, wo wir dann reingehen miteinander. Ich kann dir sagen, bis zum heutigen Tag, nach 40 Jahren, wenn ich andere sehe, bildlich gesprochen, die ihre inneren Unreinigkeiten oder was es immer ist, ihre Sünden polieren und jahrelang striegeln und Probleme haben, ich erlebe meinen Gott, so wie er mit mir lebt, wie ich mit ihm lebe, ist es ein Fingerschnipp und die Sünden lassen sind weg und ich bin durchgeputzt und ich gehe fröhlich meinen Weg, verstehst du? Aber allein damit, wie etwas genannt wird, ist es nicht getan. Ja? Ein Reinigungsmittel, um es wieder in einem Bild zu sagen, reinigt nicht, weil du auf eine Dose, zum Beispiel Dash, raufschreibst, das wäscht so weiß, weißer geht's nicht. Damit ist nicht getan, du kannst die Dose anschreiben, wie du willst. Die Frage ist die Chemie ausreichend? Ja? Und ich sage, das Blut Jesu, so wie ich es kennengelernt habe, es ist die Person Jesus selber, es ist seine Kraft, ist sein Geist, hat so eine Reinigungskraft, ich habe nie was Vergleichbares gefunden. Das ist der Grund, warum ich dir heute Jesus lehre und diesen biblischen, christlichen Weg lehre, nicht um dich aufzuhetzen gegen andere,
die es vorziehen, im Ganges zu stehen und ihre Übung zu machen. Ich will das nicht verurteilen. Ja? Du kannst auf verschiedene Weise gereinigt werden, aber so wie in der Natur auch. Die einen reiben und reiben und reiben, haben einen ellenlangen Weg. Bei den einen wird der Reinigungsprozess zu einem immer noch schlimmeren Verunreinigungsprozess. Du kannst nehmen, was du willst. Ich sage nur, ich stehe heute hier, weil ich sage, bei uns geht das so. Das hat immer verhalten, ganze 40 Jahre lang, egal was auf uns zugekommen ist, was auf mich zugekommen ist. Ja. Und ich möchte dir einfach damit Mut machen, an dem anzudocken, was ich dir heute bringe. Nicht zu vergleichen mit anderen. Mut haben, für Jesus dich zu öffnen, für Gott dich zu öffnen, für den Heiligen Geist dich zu öffnen. Ich sage, mit der Ausrüstung bin ich gegangen und mit der möchte ich zum Ziel kommen. Und ich möchte so viele wie irgend möglich mitnehmen auf diesen Weg. Und ich möchte nicht streiten mit anderen, die es anders tun. Ich möchte dich einladen. Aber jetzt sind wir schon so lange dran, dass ich hier bereits einen ersten Break vorschlage. Jetzt machen wir mal eine Pause. Es ist schon 12.05 Uhr. Ich möchte dich dann beginnen, in diesen Weg einzuführen. Ich wollte dir mit diesem Eröffnungswort nur sagen, warum ich hier stehe und von Jesus rede. Er hat für mich 40 Jahre in jeder nur erdenklichen Phase gehalten. Er hat durchgetragen und ich weiß einfach eins, das Ende wird sein, dass wir miteinander funktionieren müssen in dieser Wand. Das Ende, so sagt die Bibel, heißt, du kommst aneinander nicht mehr vorbei. Du brauchst diese Seilschaft. Du brauchst all diejenigen, die Gott dir bestimmt hat, zur Seite gegeben hat, um die letzte Phase zu gehen. Ich nehme das jetzt einfach mal vorweg. Es kommt dann tagsüber immer deutlicher in anderen Situationen wieder zum Vorschein. Das Ende wird so sein, dass ich nicht auswählen kann. Jetzt noch kann man wählen, mit wem man geht. Irgendwann ist das Leben so gestaltet, das Ende wird so sein, dass ich mit allen gehen muss, die Gott für diesen Weg bestimmt hat. Da mache nicht ich die Auswahl, so wenig ich irgendetwas ausgewählt habe in meinem Leben. Es geschieht, es wird an mir vollzogen, es wird an dir vollzogen. Und ich werde mit meiner Seilschaft mit Menschen gehen, die ich mir nie vorgestellt hätte. Oder am Anfang denkst du, ich gehe mit den Christen zum Beispiel. Oder? Und dann merkst du, das sind fast die einzigen, mit denen du am Schluss nicht gehst. Aber warum? Weil du mit Christus gehst. Mit dem Christus, den die Christen zwar ansprechen und meinen theoretisch, aber mit dem sie nicht in Tat und Wahrheit gehen. Und ich kann dir sagen, es gibt Millionen von Moslems, die mehr Christen sind als die Christen. Und es gibt Millionen von Christen, die mehr Moslems sind, als es Moslems selber sind. Dasselbe kannst du mit jeder Religion jetzt kreuzen. Es gibt alles in allem. Und alles, was du für möglich hältst und nicht für möglich hältst. Das Ziel dieses heutigen Tages ist, ich möchte spüren, wer mit Gott ist. Es gibt genau einen Gott. Und dieser Gott ist für alle gleich. Und dieser Gott wird erkannt aus allen Sparten, aus allen Hintergründen, aus allen Schichten, Kulturen, nenne was du willst. Und wer diesen Gott berührt, der geht mit dem anderen zusammen, der auch Gott berührt, der versteht diese Sprache. Sie reden von Haus aus ganz andere theologische Sprachen, wenn du so willst. Aber in der Wirklichkeit sind sie ein Team, sind sie uneingeübt, einfach weil das so ist, weil die Natur so funktioniert. Sie fliegen miteinander wie ein Schwarm, auch wenn sie sich nie gesehen haben. Aus allen Hintergründen ereignet sich das zunehmend, aber der Punkt ist, du musst das Wahre berührt haben. Und wie das geht, das möchte ich diesen Tag heute mit dir entwickeln. Ich möchte in diesen ersten Teil so wenig Zeit wie möglich investieren, damit wir dann ans Eingemachte kommen. Das war jetzt nur der Vorhof, nur eigentlich die Begrüßung und die Zielgebung, damit du weißt, wohin die Reise geht. Ich bitte nochmal, macht euer Herz weit auf. Versucht nichts zu zerreden, wenn irgendwelche Schubladen jetzt schon irgendwie verklemmt sind oder was, oder du hast sie nicht ganz geschlossen, hast dich vielleicht schon verwickelt. Ich bitte dich, hab die Geduld bis zum Abend. Hör dir alles an, versuch so aufmerksam wie möglich jeden Gedankengang mit nachzuvollziehen. Und dann am Ende, wenn alles durch ist und du hast immer noch Fragen,
versuch sie heilig zu behandeln. Es geht um mehr, als du denkst. Wir haben für dieses, was wir heute jetzt zu hören bekommen, haben wir so hohe Preise bezahlt, so viele Erfahrungen gemacht, so viele Jahrzehnte investiert, dass man es mit keinen menschlichen Worten erklären kann. Also nimm es nicht billig, was wir hier tun. Wir versuchen hier etwas durchzustoßen, etwas miteinander zu erklimmen heute, was mit diesem Titel sehr viel zu tun hat. Vollkommenheit, zur Vollkommenheit bestimmt, darum geht es. Aber die muss man verstehen und ich glaube, hier haben wir ein ganz wichtiges Wort noch vor uns. Gut, erholt euch mal kurz. Frank sagt, wie lange? Machen wir eine erste Pause. Und dann steigen wir gleichsam ins Heiligtum ein. Das war jetzt mal der kurze Vorruf, ja.